Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück im LS19. Heute am Sonntagmittag die einzige Niederbayern-Folge für heute. Man soll es ja nicht übertreiben. Ne? Hier sind wir am Gras einsammeln mit dem Ladewagen. Ich habe zwischenzeitlich offline ganz kurz einen Kurs eingefahren von der Wiese hier zum Fahrsilo. Hat nicht so funktioniert, weil mit rückwärts reinfahren und so weiter ist nicht ganz so, hat nicht ganz so funktioniert, sagen wir mal so. Jetzt fahre ich aber trotzdem noch einen Kurs ein von hier zum Hof wenigstens, dass wenn er voll ist, dass er dann Richtung Hof bzw. Richtung Fahrsilo unterwegs ist, dass wir das nicht wenigstens ein bisschen vereinfachen können. Der Johnny ist ja noch am Flügen, der dürfte aber jetzt in dieser Folge fertig werden, das ist nicht mehr so viel. Und dann können wir mit dem Steier anfangen, auf Feld 20, die, ich glaube, Sojabohnen hatte ich ausgewählt, einzusehen. Und wie gesagt, Kuhschall ist gekauft, Stroh haben wir auch schon im Lager, jetzt kommt noch ein bisschen Gras, beziehungsweise Grassilage machen wir jetzt erstmal. Und ich habe mir überlegt, ich werde hier tatsächlich Grassilage machen, generell Silage in die Fahrsilos rein, logischerweise, also das Gras rein, dass Silage rauskommt, mein lieber Freund. Und werde aber dann versuchen, weil wir haben so dermaßen viele Unterstände und Hallen am Hof, da kann man doch ein paar Ballen reinlagern. Ne? Gibt da mittlerweile so klasse Ballenpressen, ja, die Fendt 12 irgendwas, SD. Ist eine tolle Presse, die würde ich mir dann gerne holen. Und dann haben wir echt Platz, ne? Für die Ballen, kein Problem. So, das heißt, dieser Kurs ist dann von Wiese 22 zum Hof. Zack. Und dann probieren wir mal einen Kurs. Ah, das wird aber, das funktioniert glaube ich dann doch nicht. Wir probieren es mal. Der Wendekreis ist einfach zu groß. Er wird das hier nicht abkippen können. Hier seht ihr, das habe ich schon reingefahren. Wir kommen einfach hier nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich probiere es mal. Voller Lenkeinschlag. Wir bleiben hinten hängen. Ah, könnte vielleicht mit viel Glück, könnte das funktionieren. Mir sind halt die Durchfahrsilos ja einiges lieber, logischerweise, ne? Dann funktioniert es nämlich hier. So, das war jetzt dann Hof, Fahrsilo, Hof. Ja, ich kann mir das schon merken. Und dann fahren wir noch einen Kurs vom, ich hab's vergessen auszuladen, egal. Noch einen Kurs vom Hof zur Wiese 22. Und dann können wir, gut, er ist jetzt voll, da können wir aber gleich testen, ob er denn den Kurs annimmt und das ablädt und so weiter. So weit wie es geht nach rechts fahren, falls wir irgendwann mal Gegenverkehr haben hier, dass das dann funktioniert trotzdem noch. Ja, ansonsten jetzt echt Zeit, dass der Kuhstall etwas gefüllt wird mit Tieren. Beziehungsweise die Kuhstelle, ja, das sind ja zwei. Da können wir schon einiges an Milch rausholen, irgendwann mal. Und vor allen Dingen auch Gülle und Mist. Was ja hier eigentlich langfristig, kurz, langfristig, mittelfristig, wie auch immer, benutzt werden soll, um die Felder zu düngen. Jetzt überlege ich gerade, wenn ich hier an der Baustelle vorbeifahre, auf der linken Seite gibt es mit Sicherheit des Öfteren Unfälle. Ich mache es so, wie ich es im normalen Leben vielleicht auch machen würde. Wir haben ja einen starken Allradtraktor. Da fahren wir den Kurs einfach hier rum. Wir machen uns eine eigene Umleitung sozusagen. Genau. Dann kann der nämlich später hier fahren, ohne dass er irgendwo dagegen fährt. Weil der Gegenverkehr, der hat was gegen uns. Sagt man. So. Und der endet hier, der Kurs. Weil, ist so, ne?
Stehen bleiben. Danke. So. Das war dann vom Hof zur Wiese 22. Zack. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der läuft immer noch. Deswegen. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, was wir, wie wir das machen. Also als allererstes brauchen wir natürlich Wiese mähen. Ne? Dann von der Wiese zum Hof. Dann Hof. Hof, Fahrsilo, Hof. Und vom Hof zur Wiese 22. Mal gucken. Ja, könnte so aussehen. Wir stellen einfach mal ein. Er ist ja voll. Er müsste eigentlich merken, dass er direkt wegfahren muss. Nächster Punkt. Ist mir egal, was er macht. Die Ma, ist das ein Typ oder eine, die Weste an? Ist ein Mann. Ein männlicher Helfer. Und der scheint stark zu schwitzen, weil er die Tür... Ah, jetzt hat er sie zugemacht. Sehr schön. Hat er die Tür zugemacht. Mal gucken, wenn er heimfährt, wird es wieder aufgehen, glaube ich. Egal. Der läuft. Oh. Überraschung. Oh, der Johnny ist fertig. Sehr, sehr gut. Am Flügen dauert, ne? Oh, 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 schnell. Mein lieber Freund, du bist doch lebensmüde hier. Wie war das? Die gefährlichsten Felder der Welt, ne? Gibt es da so Sendungen irgendwo? Auf so manchen bekannten Fernsehsendern. Uiuiui, ui, ui, das war eine knappe Sache eben. So, den fahren wir heim. Der muss nämlich gepflegt werden, gewaschen, gewartet und so weiter. Den kann man doch zusammenklappen, gell? Genau. So, dann fahren wir dich mal zurück zum Hof. Und den Steier schicken wir dann her. Der kann hier einpflanzen. Einsehen. Er wird es auch gleich ansehen und einsehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Da vorne kommt der Siebener. Den können wir ja mal heimlich verfolgen, was er denn so macht. So. Folgend ihm unauffällig. Würde Johnny so hinparken, dass wir nicht den Fan stören. Er zieht gerade mal vorbei. Der muss sowieso gewaschen werden. Jetzt bin ich mal kurz gespannt. Auf hoch, Mimmel. So, was macht er jetzt? Vor allen Dingen, wann fängt er an abzuladen? Lädt er überhaupt ab? Er lädt ab. Jetzt muss er nur noch die Kurve schaffen vorne. Und da bin ich doch ziemlich zufrieden. Das ist ja echt ein Riesensilo, mein lieber Freund. Müssen wir später, wenn wir mal einen Frontlader oder einen großen Radlader haben. Es scheint zu funktionieren. Müssen wir hier mal einen Kurs, einen CP-Kurs einfahren mit dem nach hinten schieben und verdichten. Da gibt es ja irgendeine Option. Aber das scheint zu laufen, ne? Das freut mich doch tatsächlich. Dann können wir hier unser Schätzchen, können wir waschen. Da, 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 da. Das freut mich, dass das funktioniert. Wasche ich eigentlich zu oft? Die werden auch sehr oft sehr schnell schmutzig, ne? Ich weiß nicht, wie oft man sowas wischt. Oder sauber macht halt. Normalerweise ist meine Philosophie, ich stelle nichts Schmutziges in irgendeine Halle rein. Weil lieber hier der Dreck hier auf dem Waschplatz, wie das nachher die Babbrücke, die Matschbröckchen, ja, wenn sie trocknen, fallen sie vom Rad ab und dann hast du sie in der Halle liegen, dann kannst du die Halle auch auskehren, also kannst du auch die Mühe machen, hier den
den Krempel vorher sauber zu spritzen. Das ist wenigstens eine saubere Halle nachher. So, schön hier. Frontzapfel. Da Dreck drin, du. Mal hier einen Deckel drauf, oder? Kann auch nochmal abschmieren später. Frontlader. Auch in den Ecken hängt es immer so dick drin, du, mein Lieber. Der war eigentlich die ganze Zeit in der Luft, der kann gar kein Dreck drin sein. So, das sieht mal soweit gereinigt aus. So, und der Steier steht schon in der Halle, glaube ich, und wartet, bis er was arbeiten darf. Da ist er ganz heiß drauf. Genau, da steht er schon. Fahren wir erst den Steier raus, bevor wir den Pflug einsetzen. Hallo. Na hier, Beifahrerseite, geht auch. Sojabohnen, jawohl, und Dünger, ich werde verrückt, sehr schön. Also ich finde meinen Charakter extrem hübsch. Oh. Goldes Mädchen. Ja, was mir jetzt noch zu meinem Glück fehlt, ist der, wie hieß der damals, der Clans-Mod, ne? Da hätte ich jetzt irgendwo oben schön gucken können, ob der Fenty der voll ist, ob er noch fehlt und so weiter und so fort. Es gibt zwar sowas ähnliches, aber das ist mir tatsächlich ein bisschen zu kompliziert einzustellen. Jetzt weiß ich noch nicht, wo hat der Kurs, der Sägekurs angefangen von Feld 20. Feld 20 Säge 9 Meter, das ist jene. Okay, ich sehe es. Gut. Dann können wir hier vorfahren. Das passt soweit. Das war nämlich dort oben ist der erste Wegpunkt. Da werde ich ihn jetzt mal grob hinsteuern. Da werde ich den Steier mal hinsteuern. Aha, Schenkelklopfer. Damals kriegt man Bauchkrampf vor Lachen. Ah ja, unser Fendt. Der ist hinter der A-Säule, schätze ich mal. Oder wo macht der rum? Jawohl. Gute. Grüezi. Nee, grüß dich. So, hier ist dein erster Punkt. Mach hinne. Sieh zu, sieh zu. Und brauch nicht ganz so lang wie der Flugfahrer, bitte. Was ich aber nicht haben kann. Ich meine, ich brauch so oft genug, um wieder neu anzusetzen, aber es gibt, ich habe jetzt noch nicht, hab jetzt extra darauf geachtet, in Real Life, ob irgendwo so hellblaue Linien mit orangefarbenen Punkten über dem Feld schweben. Habe ich nichts gefunden. Also lassen wir sie hier auch weg. So, oh. Zack. Der hat ja zu tun. Der weiß, wo er entlang muss. Und deswegen passt es soweit. Er lädt momentan noch nichts, weil er natürlich noch auf dem Trip ist. Er muss nochmal von vorne anfangen. Okay, sei es drum. So. Mr. John Deere. Lass uns den Pflug parken. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Feld 19 ist es, glaube ich, wo der Hopfen drauf ist, dass das wieder gedüngt werden möchte. Warte mal, schnell Google. Ja, wie gesagt, wir haben noch einiges vor uns, wenn wir hier Großgrundbesitzer werden wollen. Mit etlichen Kühen. Freut euch oder schreit vor Angst. Auf jeden Fall geht es hier noch ziemlich lange weiter, denke ich mal. So. Wachstum, genau. Ist erst eine Düngestufe. Auf jeden Fall muss hier nochmal gedüngt werden. Das steht mal fest. Oh, benötigt Kalk. Die 20 benötigt Kalk.
Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Tja, das kommt davon. Aber funktionieren tut es auch noch nach dem Einsehen. Ist zwar ein bisschen doof, glaube ich. Oder schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Es ist damit, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Kalk sogar noch vorm Grubbern aufgebracht wird. Ich weiß es aber nicht. Ja, lasst es mich bitte wissen, wenn ihr es besser wisst. Würde mich interessieren, tatsächlich. Das mit den Drehteilanhängern, erstens finde ich die klasse. Und zweitens kann man das hier gut unterscheiden. Der eine Achse ist der Dünger, der zwei Achse ist der Kalk. Dann werde ich nicht durcheinander. Den Kuhstall und so weiter zeige ich euch mal intensiver, wenn wir die ersten Tiere haben. Da ist nicht ganz so leer, nicht ganz so ausgestorben. Ich checke noch schnell, ob das Hopfenfeld schon die zweite Stufe annimmt. Aber ich glaube nicht, da müssen wir abwarten, bis wir die erste Wachstumsstufe haben. Check. Ne, geht nicht. Moment, aufklappen. Logisch. Nee. Nee, der Boden ist noch dunkel, also ich wette, dass es nicht angenommen wird. Genau. Also das funktioniert noch nicht. Da müssen wir noch uns etwas gedulden, bis die ersten, ja, ersten Halme rausgeschossen kommen. Dann können wir es düngen. Ja, aber wenn das so weitergeht mit dem Gras hier, dann müssen wir uns auch mal Gedanken machen, ob wir uns in den nächsten ein, zwei Folgen vielleicht dann doch mal einen Radlader oder sowas mieten, um das Gras nach hinten zu schieben. Weil wenn das alles vorne liegen bleibt, irgendwann kommt unser Siebener nicht mehr drüber. Und dann fängt er an zu motzen. Was wäre denn hier eine Alternative? Ich guck gerade mal, was so ein Radlader zu mieten kostet. Der Weidemann ist zwar richtig cool, aber ich glaube ein bisschen schwach auf der Brust. 158 PS, der auch. 230, 100, 162, der Klaas Therion, den hatte ich noch nicht. Kann man doch was machen? Ne, der hat einfach 162 PS. Ist aber auch ein hübsches Ding. Ne? Also ich habe nichts gegen JCB, ich finde den Radlader toll. Aber das ist halt Standard und den habe ich schon im 17er jedes Mal gehabt. Fast immer, weil einfach keine guten Alternativen da waren, behaupte ich jetzt mal ganz frech. Aber den könnte man auch nehmen, ne? Den finde ich ganz süß. Was gibt's da mit Reifen? Konfiguration? Ah ja, vorne dicke. Was das dann? Aha. Also es gibt nur diese Alternative und die müssen wir dann auch nehmen. Kostet 5,8. Die Schaufel noch dazu. Ja, gut, so in was in dieser Richtung müssen wir uns dann mieten, die nächsten 1, 2, 85 Folgen, keine Ahnung. Ja, den begleiten wir noch schnell und dann war es das auch schon wieder für heute, für den Sonntag auf der Niederbayern. Ja. Also ich kriege ja mit von den Aufrufen her, dass die Niederbayern auch sehr gern geschaut wird. Deswegen ist halt hier sonntags, normalerweise ist sonntags nur Südhemmen am Start. Aber weil ihr seid, für euch auch heute eine kleine Folge Niederbayern mit CB-Kurs und Gras in das Silo fahren und so weiter. Ich versuche euch zu verwöhnen. Ihr müsst nur eins machen, in die Kommentare reinhauen, was ihr denn so sehen möchtet, welche Fahrzeuge, was wir denn machen sollen noch. Das würde mich interessieren, weil ich würde es gern an eure Wünsche anpassen. Und jo. Dann verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und wenn es euch gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo oder alles drei, wie auch immer. Macht's gut bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.